vom Stapel gelaufen. Huhu! Willkommen zurück hier in Crowley Falls und unserer außergewöhnlichen Metropole hier zu unserem entspannten Anno 1800 Schönbauprojekt. Ja, ihr habt gerade gehört, ein Luftschiff wurde fertiggestellt. Das ist doch schon mal sehr schön. Und außerdem ist unser anderes Luftschiff hier, unsere Schneeeule, die Schrott suchen soll, bereits hier angekommen. Dann würde ich sagen, schicken wir die Schneeeule gleich mal auf Schrottsuche. Denn ich hätte gerne noch 10 Schrott, um die Bärenfälle noch ein bisschen zu fördern. Wir wollen gerne so eine Spieluhr uns noch zulegen. Und dafür brauchen wir 10 Schrott und 10 Bretter. Ja, und ich hoffe, dass wir vielleicht schon mal Schrott finden, um das dann machen zu können. Eine Belohnung. Mal wieder keinen Schrott. Okay. Nachdem der Wind gerade in diese Richtung geht, würde ich sagen, schicken wir das Schiff mal gleich hier entlang. Einmal nach oben, wieder querfeldein. Und dann nochmal nach hier unten. Denn da haben wir das letzte Mal so viel Schrott. Da hatten wir das letzte Mal dann auf einmal so viel Schrott gefunden. Da gehen wir am besten dann auch noch hin. Tja, jetzt finden wir hier wieder Belohnungen, obwohl wir Schrott wollen. Üppisch. Was ist das hier eigentlich? Beeinflusst Park. Oh, auch nicht schlecht. Parker, Schneidereien und Schlafsackfabrik. Oh, das können wir auch gleich noch dann integrieren. Und das Igloides haben wir bereits. Ja, dann schicken wir das Luftschiff gleich mal nach hier unten. Vielleicht haben wir ja auch wieder Glück. Wie das letzte Mal. Und finden hier was. Oh, schaut, hier sind die ganzen Robben. Aber bisher kein Schrott. Flugroute ist eingezeichnet. Naja, gut. Einmal nochmal in die andere Richtung. Ja, hier haben wir gleich was. Wunderbar, einen Schrott haben wir schon mal. Fehlen ja nur noch 9. Ein Feuer ist ausgebrochen. Was? Auch noch? Wo denn? Hier? Oh ja, tatsächlich. Oh, da wird die Feuerwache definitiv nicht herreichen. Oh. Schwierig. Vor allem können wir hier nicht einfach eine Feuerwehr errichten. Lalalala. Sehr, sehr, sehr schade. Ja, das ist jetzt schwierig. Da müssen wir das Feuer wohl erstmal Feuer sein lassen. Hier können wir nämlich jetzt gerade nirgendwo einen Kanal durchlegen. Okay. Wir gehen wieder in die frostige Arktis. Wo ist unsere Schneeeule? Hier. Oh, da haben wir gleich hier. Ja, sehr gut. Nochmal Schrott gefunden. Hervorragend. Und dann einmal nach hier. Oh, nee, gehen wir einmal nicht hier entlang. Ah, hier oben ist noch einmal Schrott. Sehe ich gerade. Steuer. 5 schon mal. Fehlen nur noch 5. Na, die werden wir doch auch noch bekommen. Wir brauchen nämlich die Bärenfälle. Räumt die Exponate zur Seite und schafft den Erlös. Um für die Himmelbetten, glaube ich, war das zu sorgen. Reichen uns die Bärenfälle nämlich hier in der Arktis nicht. Flugroute ist eingezeichnet. Oh, schade. Kurs gesetzt. War jetzt gerade kein Schrott dabei. Hier ist was versteckt. Einmal so 5 Schrott wären noch ganz toll. Naja, immerhin 2. Das ist auch schon ganz toll. Von der Überfahrt aber dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier nach unten.
Oder geht's gerade schnell? Haben wir gerade den Wind in unsere Richtung? Nee. Jawohl. Na, wunderbar. Perfekt. Das reicht doch schon. So, was? Wir haben eine Attraktivitätsstufe eingebüßt. Sehr schade. Und was war gerade noch? Ein Handelsschiff. Ach genau. Das war doch jetzt hier, wo wir Ethanol machen. Kurz nachgucken. War das jetzt unsere Ethanolinsel? Nein, das ist die falsche. Wo machen wir nochmal Ethanol? In Euleula. Okay, also einmal bitte den Muschelknacker. Einmal bitte hierher. Nochmal Bescheid geben, bitte. Dann Schneeäule gibt bitte auch einmal Bescheid. So, und was haben wir hier? Ein Luftschiff noch? Luftschiff. Das ist der Himmelsbote? Nein. Dann nehmen wir noch einen Bartkauz dazu. So, falls wir nämlich noch eine Route bräuchten, haben wir nämlich hier noch einen schönen, ein schönes Luftschiff. Oh, können wir den Skin hier ändern? Hier wieder? Das finde ich eigentlich ganz cool. Das passt auch irgendwie zu einem Bartkauz. So von der Farbe her. Gut. Unsere Schneeeule, die kommt gerade hier an. Tauschen wir doch bitte einmal die Spieluhr. Wunderbar. Und schippern die jetzt nach King William Island. Tja, wir waren schneller. Haben wir schon mitbekommen, dass die Schneeeule angekommen ist. Es ist nur die Frage, wo bauen wir jetzt dieses... Ich glaube, ein Quartier brauchen wir da dafür. Erstmal, hier werden die Bärenfälle, glaube ich, gemacht. Wenn Sie kurz wegschauen würden... Wie viele haben wir da? Nur die eine. Ach nee. Doch, tatsächlich, nur die eine. Boah, also entweder könnten wir ein paar abstufen. Und könnten wir theoretisch nochmal eins hierher setzen. Platz ist halt so wenig. Hier hätten wir 100%. Ernsthaft? Was ist das hier? Wir können eine Rentierjagdhütte und eine Bären... Die haben dann beide 100%? Okay, das versuche ich jetzt mal. Das kann ich ja gar nicht glauben. Cool. Dann muss jetzt leider ein Techniker weichen. Eine Technikerbehausung. Das wärmt einem das Herz. Ja, sorry. Du musst dich jetzt anderweitig wärmen. Und dann nehmen wir noch den Techniker hier weg. Und einen noch. Was sieht noch gut aus? Der hier vielleicht noch weg. So. Wunderbar, hier haben wir eine Aufgabe. Ich habe mir etwas ausgedacht. Schauen, ob wir sie diesmal schaffen. Etwas, wodurch wir alle es um einiges leichter haben werden. IFA-Aufgabe. Wird unsere Mission in der Arktis noch eine Weile dauern? Wenn ja, sollten wir uns etwas überlegen, um unsere Zelte besser zu isolieren. Zement ist zwar kalt, aber der gefrorene Boden ist kälter. Sag jetzt nicht, ich muss hier Zement herliefern. Das bedeutet mir viel, dass Sie es versuchen wollen. Naja, dann können wir doch gleich im Endeffekt mal hier unseren Bartkauz losschicken. Oh, haben wir schon. Cool. Danke. Vielen Dank. Und eine Schatzkarte haben wir bekommen. Naja, gut. Okay. So, jetzt wollte ich aber, wo ist die Schneeeule? Die ist angekommen. Einmal hier die Sachen ausladen. Und dann können wir jetzt hier... Ah, wir haben hier ein Quartier. Das hier ist einmal eine Rentierjagdhütte. Oh, die wird auch beeinflusst. Und dann machen wir das doch so. So, das heißt, wir haben jetzt hier, müsste ja jetzt dann steigen.
20% mehr. Also 120 müssten wir im Endeffekt machen. Ja, okay. Ich bestehe darauf, dass sie einen Schutzhelm tragen. Und das hier zusätzlich nochmal protegieren. Das ist doch gut. Und dann haben wir ja nochmal hier eine Bärenfellhütte gemacht. Bärenjagdhütte. Gut. Dann möchte ich aber trotzdem einmal einstellen hier, dass nicht zu viele abtransportiert werden. Material? Nee. Landwirtschaftliches Produkt. Bärenfell. Genau, Mindestbestand müssen wir trotzdem mal was drin lassen. Nehmen wir mal 20. Können wir noch ausbauen gleich. Ja, gucken wir mal, wie viel wir jetzt machen. Ja, also eigentlich müsste der kleine Rest, ja, den wir hier mehr machen, theoretisch vielleicht reichen für die neue, für Cap Trelawney. Die Frage ist jetzt, ob wir hier vielleicht nochmal was umsetzen, dass wir hier nochmal Bärenfell, das ist Rentier. Weil hier ist weniger Anbaufläche, okay. Sieht aus mit Rentierfleisch, auch nicht so gut, okay. Dann lassen wir das so. Hier? Wir ersticken schon darin. Holz haben wir genug, okay. Naja, das macht ja nichts. So, dann einmal zurück nach Cap Trelawney. Ruinen. Oh, es gibt... Nee, da wollte ich nicht hin. Es gibt Ruinen. Wo denn? Eieieiei. Und dann diese hier. Ja gut, das war ja klar. Oh, es brennt hier immer noch. Oder? Machen die selber Feuer? Nee, es brennt hier immer noch. Es brennt hier immer noch. Kommt da die Feuerwehr inzwischen hin? Nee, auch noch nicht. Das können wir gerade nicht aufbauen. Eine Aufgabe? Die stehen hier mitten am Feuer? Die Hausherrin unserer Nachbarn verlangt mehr und mehr an Pacht. Aber bei der mageren Ernte. Das sind gute Menschen, weißt du? Okay, ein Hirte hofft, sie können einer Familie helfen, die ihre hohen Steuern nicht zahlen kann. Alle werden so erleichtert sein. Wählen Sie ein Item aus, das die Produktivität steigert. Oder wählen Sie die Grundbesitzerin aus, um mit ihr zu sprechen. Eine Entscheidung treffen. Mischen Sie sich nicht in Traditionen ein, die Sie nicht verstehen. Es ist die Bestimmung der Meniga, zu dienen und ihn besser zu versorgen. Schlechte Beziehungen, die Grundbesitzerin. Warum stecken Sie Ihre Nase hier hinein? Hör, wir haben doch noch gar nichts entschieden. Warum stecken Sie Ihre Nase hier hinein? Es liegt in der Natur der Menidia, zu dienen, und wenn Sie nicht dienen können, erfüllen Sie in unserer Gesellschaft keinen Zweck. Ich empfehle Ihnen, sich nicht in die natürliche Ordnung der Dinge in den Besa einzumischen. Altmodische Gesetze sollten nicht über ein lebendiges Volk herrschen, die Grundbesitzerin verhaften lassen. Ich werde ihre Gesetze nicht außer Kraft setzen. Die Ältesten, die Schulden der Familie bezahlen. Es liegt mir fern, mich in alte Bräuche einzumischen. Die Älteste ihre Steuern einfordern lassen. Also wir zahlen das. Meinen aufrichtigen Dank. So. Schon wieder zurück? Ja, bitteschön, Schulden beglichen. Dann bis zum nächsten Jahr. Genau, bis zum nächsten Jahr. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gemacht. Wir sind ja freundlich. So, achso, waren jetzt noch irgendwo Ruinen außer hier? Ah, die können wir schon wieder aufbauen. Die noch nicht. Das ist besser kein Schwindel. Hier auch schon wieder. Oh, verdammt, hier fehlen Stahlträger. Wir Eulenhof. Wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig. Der komische Kauz hat Zink geladen. Und ist der irgendwo, wo wir... Na, wunderbar. Dann bitte einmal hierher schippern. Koordinaten gesetzt. So. Dann... Der Muschelknacker ist auch angekommen. Genau. Der sollte mal das Buch abladen. Und dann müssen wir mal gucken, wo könnten wir richtig schön... Ethanol. Also hier hätten wir drei ziemlich nah beieinander.
So, das ist ja, glaube ich, auch eine Handelskammer. Ja, hier theoretisch könnten wir eine Handelskammer hinsetzen. Dann müssen wir nur... Ja, oder wir setzen sie hier... Ah, ne, hier geht nicht, weil da ist ja schon die eine. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, dann wäre das vielleicht tatsächlich sinnvoll. Hier hinzusetzen. Einmal hier. Dann einmal hier ein bisschen umbauen. Feuerwehr einmal kurz hier weg. Einmal die Straße abgerissen und genau das hier hin verladen. Oh nein, wir machen es sogar noch anders. Stellen das sogar so. Und das hier, wenn wir dahin machen, wäre es auch noch drin. Oder, ja, das sieht dann wieder nicht so schön aus, ne? Egal, es muss erstmal da weg, damit wir das Holz hier hin machen können. Tja, gut, das ist jetzt wieder die Frage. Wir müssen da einfach Straßen irgendwie weichen. Da ist ja wieder ein ui. Sehr schnelles. So, das heißt, die Straße machen wir mal weg. Die Straße machen wir mal kurz weg. Dreiundsiebzig ist doch gar nicht so schlecht, oder? 75. Machen wir es mal so. Gut. Und hier könnten wir ja vielleicht sogar den Weg auch andersrum ziehen. Hola. Wir den Weg hier löschen. Und den lieber hier hin machen. So. Gut. Dann könnten wir nämlich das hier noch da oben hinsetzen. Dann schaut es, glaube ich, ein bisschen schöner aus. Und die Feuerwehr könnten wir dann wieder hier reinsetzen. Oh ne, die Palmen will ich da oben stehen lassen. Die gefallen mir. Ja, machen wir es doch so. Dann setzen wir das hier noch einmal um. Die Palmen hier stehen lassen. Finde ich nämlich echt schön. Und dann machen wir hier, können wir hier auch nochmal ein paar Bäumchen reinpflanzen wieder. Nee, und hier? Oh ja, hier geht's. Auch. Ah, und wir können hier auch noch mit aufforsten. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller hier. Ja, cool. Gut, und hier brauchen wir dann auch noch ein paar Palmen. Weil hier vorne Palmen ist ein bisschen... Ja, aber hier können wir Palmen machen. Und hier vielleicht... Ja gut, die Sträucher schauen gar nicht mehr so schlecht aus hier. Sträucher. Und hier nochmal so einen kleinen Weg mit rein. Das gefällt mir nicht. Dann entweder nochmal so einen Weg. Ja, so ist es schon. Ja, das gefällt mir besser. Das ist gut. Und dann setzen wir hier diesen rein. Ja, und sie werden beeinflusst. Sehr cool. Das heißt, die haben jetzt alle 150%. Alle drei. Cool. Super, was haben wir denn da noch? Brauchen wir nicht. Du hast alle Produktionsgebäude, Unterhalt plus 5, dafür weniger Brandgefahr. Naja gut, es ist ganz nett, aber das brauchen wir glaube ich auch nicht unbedingt. Ach super, somit machen wir hoffentlich jetzt so viel Ethanol, dass das ausreicht hier.
In Cap Trelawney. Für was war das nochmal? Jetzt fehlt hier Elektrizität. Wirklich jetzt. Wir haben kein Gas? Das kann doch gar nicht sein. Wir produzieren doch jetzt so viel Gas, dachte ich. Das ganze Gas auf einmal weg? Wir haben hier 212 Gas. Ja, da würde ich vorschlagen. Was geht denn hier? Ach, wir haben hier... Gibt es eigentlich für Schiffe auch nochmal, für Luftschiffe auch nochmal Anlegestellen? Können wir da auch nochmal eine Anlegestelle bauen? Anlegestelle. Bauen können wir eine. Nur Platz bräuchten wir auch noch. Ah. Das könnte natürlich auch daran liegen. Machen wir hier noch eine Anlegestelle hin? Ja. Ja, ja. Oder nein? Propeller drehen sich. Doch, der wird jetzt auch genutzt. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, können wir das auch noch andersrum bauen? Ah, vielleicht könnten wir da tatsächlich... Wir haben hier nur diese eine. Oh, verdammt. Wir haben hier nur diese eine Küste. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, das ist ein bisschen schade, dass wir hier nur so wenig Platz haben. Tja. Gut, aber nichtsdestotrotz, die Schneeeule. Stimmt, den Bartkreuz. Was hatten wir mit dem Bartkreuz nochmal gemacht? Den hatten wir irgendwo hingeschickt. Dann muss die Schneeeule, die möchte ich eigentlich gerne hier lassen. Nee, der Bartkauz ist hier. Der Bartkauz, der macht mal dann das Gas. Der gibt mal bitte von King William hierher und lädt mal hier nochmal Gas ein. Nehmen wir noch einmal. So. Also einmal bitte von King Willy nach Crowley. So, dann hat der Bart kurz nämlich auch was zu tun und schon haben wir unser Luftschiff wieder verbraucht sozusagen. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Voll viele Dampfmaschinen. Ich möchte hier gerne noch eine Anlegestelle irgendwie bauen. Aber das sieht hier gerade irgendwie ein bisschen schwierig aus. Aber die brauchen aber auch ewig, um zu handeln hier. Macht entsorgen, ja, haben wir schon eingestellt. Das hier müssen wir nochmal anders machen, irgendwie. Hier müssen wir doch ein Depot abreißen. Ja, also wir müssen jetzt mal ein Depot, glaube ich, abreißen, leider. Ich möchte nämlich gerne probieren. Ach, schade, das geht nicht. Ich kann es nur weiter nach oben setzen. Ach, schade. Sehr schade. Gut, und kann ich dann das hier? Ah, das geht auch nicht. Kann das jetzt nicht mal kurzzeitig versetzen? Ah, weil hier alles so eng ist. Oh nein. So. Ja, wir müssen das nämlich irgendwie ein bisschen anders machen. So, mal einen Moment.
Jawohl. Jetzt habe ich es ungefähr da, wo ich es hinhaben wollte. Hier geht es ja gar nicht anders. Außer wir könnten das noch ein bisschen hochsetzen, aber ich glaube nicht. Doch, das geht. Ah, super. Ja, das ist dann ein bisschen besser. Jetzt wäre es nur gut. Jetzt bräuchten wir da noch Platz für. Jetzt die Frage, können wir das hier auch eins hochsetzen? Ja. Ah, kriegen wir trotzdem nicht hin. Ah, wir müssen hier noch eine Anlegestelle bauen. Oder reicht es jetzt mit der einen Anlegestelle hier? Er wartet auch schon wieder. Ah, wir könnten höchstens hier auch nochmal upgraden dann. Na gut, das müssen wir aber erstmal gucken. Es gefällt mir das hier natürlich wieder nicht. So. So. Nee. Oh, das können wir noch eins höher setzen. Dann kriegen wir doch hier noch eins hin. Können wir das auch nochmal höher setzen? Immerhin eins. Ganze Hafen wird hier umgebaut. Heieiei. So, okay. Jetzt gefällt mir das aber schon ein bisschen besser. Können wir vielleicht tatsächlich auch nochmal eine Anlegestelle dazu bauen. Ja, jetzt haben wir das so eher wunderbar. Optimal. Super. Gut. Das war jetzt ja Puzzlearbeit. Und gibt es noch eine Keimauer hier eigentlich? Oh, schade. Hier gibt es keine Keimauer. Kanonenturm gibt es. Schade. Hier hätte ich ja jetzt auch gerne noch so eine kleine Keimauer reingebaut. Das geht leider nicht. Das passt hier nicht hin. Da sind wir schon ganz draußen. Ja, wie würde das jetzt noch schön aussehen? Vielleicht, oder? Ja, so ist, denke ich, am besten. Oder den hier könnten wir... Ah, den könnten wir ja sogar so umdrehen. Schade, dass es da keine Keimauer gibt. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es mal so. Und kriegen wir jetzt noch ein Kontor wieder mit hinsetzen? Ein Depot? Nee. Na gut. Okay, gut. Das heißt, wir hoffen, wir haben dann hoffentlich hier wieder genug Gas. Staubsauger werden produziert. Sehr schön. Okay. Dann können wir noch weitere Gelehrtenhäuser bauen. Wir haben wieder 5. Das heißt, wir können die 2 hier mal bauen. Hier würde ja auch noch eins hinpassen. Ach ja, das würde sogar gut aussehen. Ja, das sieht sogar gut aus. Ja, und dann könnten wir hier noch welche bauen. Dann jetzt aber erstmal Blaupausenmodus. Die Frage ist jetzt auch, haben wir endlich schon... Oh, wir brauchen da noch einige. Elektrizität hier auch gerade nicht vorhanden. Doch.
Kommt gleich wieder, hoffentlich. Okay. Ja, dann bauen wir doch hier einfach auch noch ein paar Gelehrtenhäuser. Eins, zwei. Ja, dann der Funkturm hier noch irgendwie in die Mitte. Nee, Quatsch. Funkturm wollten wir ja hier hinsetzen. Ja gut, dann ist es ja eigentlich egal. Bauen wir die hier hin. Je nachdem, wie viel wir noch brauchen. Zwei haben wir noch und fünf können wir noch bauen. Also können wir noch zwei machen. Vielleicht das hier lieber noch nach da. Und dann die Straße hier so durch. Oh, da muss irgendwas anderes noch hin. Setzen wir es doch lieber hier hin und hier. Straße nochmal durchgezogen. Ja. Ja, dann machen wir halt hier auch noch ein paar Gelehrte mit hin. Vielleicht gar nicht so schlecht. Hier nochmal irgendwas Schönes. Vielleicht hier tatsächlich auch nochmal. Wir haben hier schon die Brücke. Und hier. Nee, das reicht, glaube ich. Würde ich aber dieses Häuschen auch lieber noch da setzen wollen. So. Genau, dann können wir hier nämlich noch irgendwas anderes Schönes bauen. Machen wir die Straße mal weg und gucken mal, was da uns da noch einfällt. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Okay. Dann, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt genau gerade sehr viele Ingenieure. Als nächstes machen wir das mit der Fruchtbarkeit. Genau, das brauchen wir unbedingt, damit wir noch das eine freischalten können. Wir können wieder ein paar mehr. Wunderbar. Ein paar mehr Ingenieure beschäftigen. Ich glaube, unsere Weltausstellung ist auch fertig. Was würde wohl meinen Enkeln gefallen? Was gibt's denn hier? Stegosaurus? Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Neandertaler-Skelett und Ammoniten. Haben wir denn schon den Stegosaurus? Gucken mal. Einmal das Neandertaler-Skelett. Das ist neu. Sehr gut. Ah, cool. Den haben wir auch noch nicht. Ah, den kann man bestimmt angucken. Machen wir gleich mal hier hin. Neandertaler Skelett ist ein Haus. Okay. Dann hätte ich da gerne den Stegosaurus. Ja, den kann man angucken. Wir hatten doch hier noch irgendwo ein Skelett. Hier ist unser Mammut. Wir hatten doch noch ein Skelett. Hier, Tyrannosaurus Rex. Mega. Dann machen wir hier statt der Museums... hier statt... Statt dem Mosaik kommt hier einmal, der kommt einmal hier raus. Dann machen wir hier den Stegosaurus rein. Der ist nämlich aus Jura und der ist auch aus Jura. Perfekt. Und dann machen wir endlich hier können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Dieses Mosaik rein. Und hier können wir nochmal so ein komisches. Seht nur. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Beeinflusst alle Wolkenkratzer. Okay, prima. Ja, cool. Hier nochmal so ein anderes Mosaik. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht ausgestellt. Oder? Hatten wir das schon?
Nein. Ah, toll. Dann schauen wir uns mal unsere Skelette an hier, würde ich sagen. Oh nein. Ja doch, hier ist ein Durchgang. Ich dachte schon, wir wären außerhalb gelandet. So, hier ist der Tyrannosaurus Rex. Sehr schön. Genau, den hatten wir uns schon mal angeguckt. Und jetzt ganz neu. Stegosaurus, Dinosaur. Hier, schaut euch das an. Ah, toll. Sehr cool. Mega. Ach, ich finde es immer so toll, wenn man da was anschauen kann. Dann lässt du dich also porträtieren? Cool. Richtig cool. Das wird und wird immer besser hier. So, ich glaube, wir haben weitere Gebäude freigeschalten. Halt, hier rum sind wir. Jetzt fehlen ja wirklich nicht mehr so viele, ne? Naja, doch, noch 1000. Wir können jetzt noch 7 Gebäude errichten. Perfekt. Wie viel sind da eigentlich immer drinnen? Ein verderblichen Atem des Kartoblepas. Welch ein Elend. Naja, brauchen wir immer noch mal mehr. Aber gut. Ziehen jetzt noch ein paar ein auf jeden Fall. Dann geben wir eben noch mal welche in Auftrag. Einmal noch eine Genehmigung vom Campus. Ja. Lassen wir erstmal so laufen. Ganz entspannt und gemütlich. Okay, was noch? Wie sieht es denn mit unseren Touristen aus? Die sind vollkommen zufrieden. Das ist hervorragend. Muck. Hier sieht alles gut aus. Außer Schmuck. Schmuck könnte besser sein. Schmuck könnte besser sein. Und was ich jetzt auch endlich mal mache hier. Brauchen wir hier nicht mehr. So. Was ist mit unserem Schmuck? Schmuck ist bei den Investoren. Wo ist denn unsere Goldschmiede? Hier. Hier zweimal Schmuck und wir haben da schon. Wir haben da schon komplett. Was fehlt euch denn? Goldbarren. Tatsächlich, wir haben aber doch so viel Gold, dachte ich. Mehr als genug. Dann können wir mal noch eine Gold. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch. Wird die noch beeinflusst? Nein, aber wir bauen dann einfach gleich noch eine. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Hier mit rein. So. Die müsste doch dann auch. Ja, sehr gut. Produktivität, weniger Arbeitskraft und nochmal Produktivität. Hervorragend. Das ist schon mal gut. Was fehlt euch? Holz von mir. Okay, das sollten wir eigentlich auch regeln können. Und Holz. Okay, also wir brauchen mal Holz. Tatsächlich müssen wir mal noch Holz produzieren. Würde ich vorschlagen, machen wir hier mal noch einmal Holz. Und dann hier hinten. Weil ich hier echt nochmal gucken muss, ob wir das nochmal anders machen. Aus mit Getreide. Mehl. Brauchen wir alles gar nicht unbedingt. Dann können wir uns auch alles hier anhalten. Den Tankhof sparen. Ich glaube, das reißen wir jetzt alles mal ab hier. So. Man braucht nämlich da nicht extra immer noch eine Eisenbahn hinfahren. Aktuell ist es nämlich gar nicht nötig. So. Dann
machen wir nämlich hier erstmal noch Holz mit hin. So. Und dann nochmal Holz von mir. Nee. Doch. Doch, es ging doch jetzt gerade um Holz von mir, ne? Ja, genau. Für die Telefonfabrik. Einmal Holz, eine Kunstschreinerei. Okay. Die machen wir hier noch mit hin. Perfekt. Ja, wunderbar. Ach. Die Zeit auch schon wieder um hier. Mal so viel Spaß. Gut. Unsere Stadt wird immer ein bisschen größer. Unser Campus wird ein bisschen größer nach und nach. Ja, ihr seht, wir kommen immer weiter voran. Schön, das macht echt Spaß. Ich will immer gar nicht aufhören, aber ja, wir müssen ja mal immer eine kleine Pause machen hier. Aber schaut doch einfach in der nächsten Folge wieder mit rein. Ich würde mich sehr freuen, mit euch eine entspannte Zeit zu verbringen. Also einfach bis zum nächsten Mal. Tschuhu!